Du wolltest weinen. Ihr habt des Rätsels Lösung. Ihr seid es wert, durch dieses Tor zu treten. Auch wenn ich den Schlüssel weiterhin mit meinem Leben bewache. Ich bin die Liebe. An diesem verfluchten Ort muss ich gemordet werden. Okay, wir töten jetzt mal die Liebe. Und wer bist du? Und was passiert da? Ja. Nee, nicht gut. Vor allem nicht, dass Dünne hier in erster Reihe steht. So, Zweihandschwert drauf da. Karle drauf da. Du. Mach mal Furcht beseitigen. Oder Schutz vor Furcht, nur für den Fall. Du schießt auf den. Gerugon geht auch mal auf den. Dünne, hier läuft gefälligst weiter. So. Und schieß. Magisches Geschoss auf den. Ihr greift alle schön an. Du heilst Dünne hier. Ja, die braucht unbedingt mehr Defensivzauber. Sonst ist aber alles okay. Eine Schädelfalle. Nicht gut. Wir wollten eigentlich alle auf den gehen, oder? Ja. Eigentlich schon. Auch wenn der Magier zuerst sterben sollte, ne? Ja, alle auf den Magier. Düner hier. Mach mal eine Lähmung auf den da, der kommt viel zu nah. Ah, das war die Schädelfalle. Und das ist gleich Minsk. Hat keinen Heiltrank. Gerugon, versuch mal Hand auflegen. Und du, eine leichte Heilung? Ja, nee. Das wird so nix. Und übernommen und tot und tot. Gut, wissen wir schon Bescheid, wenn wir die zwei Sachen abgeben, kommt es zu einem bösen, bösen Kampf. Wo war der Quickload? Da war der Quickload. Na gut, ich gehe jetzt mal im Zeitraffer das Maschine drücken, Weintrauben machen und so weiter durch. Und Phasensprint töten. Und wir sehen uns dann bei dem Brunnen nach unten gleich wieder. So, frisch ausgeruht. Positionieren wir uns doch schon mal. Nur so für den Fall, dass sie uns plötzlich angreifen wollen. So, ihr haut gleich alle auf den da ein. Düner hier steht schön weit weg. Beschwört schon mal ein paar Monster. Und Gerugon spricht den als zuerst an. Tut zuerst, um was meine Brüder euch bitten. Oh. Na gut. Ja, du bist die Furcht. Das sind ein paar Hunde. Können wir noch irgendwas machen? Du kannst schon mal das sprechen. Du kannst schon mal Eile sprechen. So. Ich bin die Liebe, ich muss gemordet werden. Ja. So. Schön wäre jetzt herauszufinden, wer von den ganzen der Zauberer ist. Es könnte die Liebe sein. Aber gut, ihr erstmal alle auf den da. Und die Hunde können nicht unbedingt in die Wolke laufen, dann bringen sie nämlich gar nichts, soweit ich weiß. Sterben sie gleich. Richtig, alle weg. Oh, Level up. Na toll. Wir haben jetzt einen Hund, der uns helfen kann. So, Düner hier festhalten auf den Magier. Ja, Liebe ist der Magier. Ihr alle müsst trotzdem auf den gehen, sonst zerhaut der uns unseren Magier. Flammenschlag. Sonst können wir nicht viel machen, ne? Du machst Flammenschlag, du machst festhalten. Komm schon, bitte funktionieren. Gar nicht durch seine Kugel durch, ne?
Und wer läuft da gerade weg? Ist das der Hund? Ja, der Kampfhund ist in Panik ausgebrochen. Super Kampfhund. Die Habsucht greift Imuren an, also den Dieb. Ja, macht Sinn. So, dann probieren wir nochmal den Stab bei der Habsucht. Und du mach mal Furcht einfach so dahin. Wow, wow. Das kriegt gut Schaden. Ah, bum, 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 bum. Die Furcht ist durch. Jo, dann kannst du jetzt Minsk heilen. Und du heilst Minsk auch. Und du hast schon? Ja, dann machen wir magische Geschosse. Der Magier macht nichts, das ist gut. Irgendwann prügelt sich mit dem Halbfinger oben. Boah, was geht denn hier ab? Stolz hat irgendein Klerikerspruch gesprochen. Also wird er ein Dieb sein, er ein Krieger, er ein Magier und er ein Priester. Na gut. Du heilst Minsk. Wurde ich unterbrochen? Okay. Du machst Platz. Du gehst dahin. Du machst Stab auf den. Du machst die Lähmung auf den Kleriker. Du greifst wieder an. Nee, gar nicht. Minsk hält erstmal Abstand. Du greifst wieder an. Und benutzt mal deinen Wolkentrank. Und Spiegelbilder auf dich, damit du überlebst. Du solltest eigentlich auch langsam weg. Ja, halt mal Abstand. Ah, hinterhältiger Angriff ist nicht gut. Na gut, darauf schießen, alle darauf prügeln. Minsk, ach was soll's, du auch auf. Wo ist Shahira? Shahira ist damit bei. Nee. Mal Stab. Oh, die Magie kommt gar nicht durch bei ihm. Dann bringt das ganze Stabgeschmeiß natürlich auch gar nichts. So, dann machst du nochmal Furcht. Du machst Monster beschwören. Nee, der könnte Magier eingreifen. Du machst magische Geschosse auf den Priester, wenn es auf den schon nicht geht. Ja, auf den da. Greifst. Ah, du bist von dem Dieb angegriffen. Das ist alles nicht so das. Oh! Einer tot. Dann lauf du mal weg. Und du dahin. Hier ist hier irgendwo. Oh. 21 erlittener Schaden. Wie hätte das denn geschafft? Na gut. Auf den Priester. Du lauf weiter weg, denn da ist ein Halbling-Dieb hinter dir her. Und du auch auf den Priester. Und du versuchst nochmal zu heilen. Auch wenn ihr Verdacht habt, dass der Dieb jetzt gleich auf Shahira umschwenkt. Ah, oder auch nicht. Gut, gut. So, Karle tot. Der Dieb aber auch. Guter Tausch, würde ich sagen. Du heil mal Minsk, immer noch. Das hättest du ja eigentlich vorhin schon machen sollen. Du Flammstrahl. So. Oh, macht der viel Schaden. 21 Schaden. Ah, schwere Wunden heilen dir doch nicht. So, Trank. Und Hand auflegen. Und leichte Wunden heilen. Und langsam gehen die Sprüche aus. Normal angreifen. Trank. Ja, der Hamster ist bald voll weg. So, und du läufst weg. Gerogon läuft auch weiter weg.
eine magische Kugel und du beschwörst mal einen Haufen Monster um den rum. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. So, wer ist hier noch? Genau, Jahira, auch Abstand. Und du darfst dich jetzt durch die Hobgoblins durchkämpfen. Ja, heil mal. Obwohl, nee, Heilung bringt nichts. Nach einem Schlag ist das alles wieder weg. Mach mal deinen Stab auf den. Du beschwörst gleich noch einen Haufen Hobgoblins. Du schießt weiter. Du versuchst dich hochzuheilen. Ach, die Liebe ist tot. Na endlich. Obwohl, nee, die Liebe ist da unten. Okay. Alle Mann auf die Liebe. Du heilst dich weiter. Minsk? Nein. Böser Minsk. Du musst gleich Carleton in die Stadt schleppen. Ihr solltet alle darunter. So, und ihr rückt mal ein bisschen näher ran. Aber irgendwie... Oh! Der Lähmungsspruch hat doch funktioniert. Deswegen hat er die ganze Zeit nichts gemacht. Ich dachte schon, es wäre ein Bug oder so. Aber anscheinend ist er gelähmt und das schon seit einer ganzen Weile. Ja. Na gut, das war doch mal ein anspruchsvoller Kampf. Dann sagen wir jetzt mal Carlets Sache ein. Wenn wir sie dann wiederfinden in dem ganzen Wust aus Hobgoblins, Gnollen und Leichen. Achso, du bist nur ein Spiegelbild. Du und du und du. Geht weg. Das ist nicht Carlet. Das auch nicht. Das sind alles Hobgoblin-Reste. Das ist Carlet, glaube ich. Ja. Also, was von ihm über ist. So, lauter Tränke, die wir fast nie benutzen. Ein Amulett für einen Jungen, den wir wahrscheinlich nicht mehr finden werden. Und Krimskrams. So, was haben wir noch hier liegen? Also, soweit ich das sehe, haben die vier Zwerge bisher nur ein magisches Kurzschwert dabei gehabt. Plus eins wird es sein. Ein Runstein. Hm, toll, die Flasche Wein. Ja, das scheint es gewesen zu sein. So ein Kampf. Ja, ihr könnt weiter rumknurren, wie ihr wollt. Ihr seid eh gleich weg. So, machen wir nochmal kurz ein Level up. Stufe 7. 105 Lebenspunkte. Das ist doch schon ordentlich. Fertig. So. Und jetzt pausiere ich kurz, laufe zum nächsten Tempel, belebe ihn wieder. Und tappe ganz wieder hier runter. Und wir sehen uns dann gleich wieder.